Im Kunstunterricht sollst du kreativ forschen. Bei der Dokumentation deines Prozesses hilft dir das CAP. Was ist ein CAP? Das CAP ist deine Unterstützung beim Arbeiten, Denken und Dokumentieren. Außerdem ist es die Grundlage für gemeinsames Betrachten, Austauschen und Bewerten im Kunstunterricht. Wie arbeite ich mit dem CAP? Alles muss in dein CAP hinein. Klebe, reiße, zeichne, male, schneide, falte. Alles hat einen Wert. Auch Misslungenes, Unfertiges oder Unsinniges gehört dazu. Aber wie fange ich denn bloß an? Finde etwas, was dich interessiert. Das kann alles sein. Vom Lieblingstier bis zum Nachhauseweg. Deiner Kreativität und Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sammel dazu erstmal alles, was dir in den Sinn kommt. Du kannst beobachten, forschen, spielen, finden, erkunden. Okay, das habe ich gemacht. Was wäre denn der nächste Schritt? Nachdem du dir einen Überblick über interessante Themen verschafft hast, suche dir einen Aspekt aus deiner Sammlung, den du näher unter die Lupe nehmen willst. Grenze dein Thema weiter ein mit Hilfe von zusätzlichen Experimenten und Informationen. Beschäftige dich richtig intensiv mit deinem Thema. Oh, ich habe eine richtig gute Idee gefunden. Sehr gut. Skizziere deine Idee. Halte sie fest. Hab Mut, selber etwas zu erfinden und auszuprobieren. Aber wie setze ich jetzt die Idee um? Du kannst alle Materialien und Techniken nutzen, um deine Idee in die Tat umzusetzen. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Du hast es geschafft. Präsentiere deine Forschungsergebnisse gegebenenfalls mit einem Endprodukt. Mache deinen Entstehungsprozess für andere richtig sichtbar. Alle deine Spuren und Denkprozesse sollen sich in deinem CAP finden. Das klingt ja sehr spannend. Was mache ich denn, wenn ich nicht weiterkomme oder keine Idee habe? Keine Panik. Jeder Künstler weiß manchmal nicht weiter. Gehe ein paar Schritte zurück, tausche dich mit anderen aus, schaue dir nochmal deine Ideensammlung an. Experimentiere mit anderen Möglichkeiten. Ein Umweg ist auch ein Weg. Erst wenn du viele Dinge ausprobierst, weißt du, was dich wirklich interessiert. Und jetzt du. Mache dein Skizzenbuch zu deinem persönlichen, künstlerisch-experimentellen Prozess-Portfolio.